Wie gesagt, Freunde, noch 5 Kills Spectrum für den Messer erledigen. 5 Kills ohne zu sterben, einmal noch. Dann habe ich geschafft. Dark Mütter. War ein langer Weg. Wir sehen uns gleich bei Erreichen des 5 Kills. Spaß, liken, abonnieren, nicht vergessen. Dankeschön. Noch oben. Eins. Zwei. Drei. Noch zwei, Baby. Noch zwei. Wird knapp. Wird knapp. Zwei Stück noch. Zwei. Kampfhubschrauber nähert sich. Der Feind hat unseren Taktik-Einstiegsmarker ausgeschaltet. Komm, komm, komm. Lasst nicht zu, dass sie euch die Laune verderben. Nein! Im Einsatz. Wir haben den Vorteil verloren. Da waren drei. Da waren drei. Komm, 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 komm. Nein, Mann, Alter. Du scheiß Teammate, du Wichser, Mann, hey. Versaut man den ganzen Scheiß, Mann, hey. Mit seinem scheiß Zeug, Alter. Ich blend sie noch. Ich habe, glaube ich, drei. Vier. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich drei oder vier waren. Könnte werden. Könnte werden. Ich habe es geschafft, oder? Dark Matter ist da. Aber ich spiele noch, bis ich sterbe. Ich habe es endlich geschafft, meine Freunde. Ich habe es echt. Es war ein langer Kampf. Fünfer? Vielleicht schaffe ich so. 6, 7 Kills. Hm, egal, scheiß drauf. Raus aus dem Spiel, meine Freunde. Scheiß auf Messern. Endlich vorbei. Juppie, yeah. Schweinebacke. Gamer 1984, meine Damen und Herren, hat es geschafft. Muss ich natürlich präsentieren, wie das ausschaut. Ich zeige euch noch schnell Ajax, mit dem ich es geschafft habe. Und sage euch nachher ein paar Sachen. Hier Kampfmesser, natürlich Akustiksensor, damit man die Gegner sieht und wo sie ungefähr kommen. Taktikmaske, sehr wichtig. Für Prophet seine Scheißdinger da, damit man das, die Drohnen, wollen elektrisieren, schnell wegtun kann und anderen Scheiß, damit man nicht so viel geblendet wird. Natürlich Leichtgewicht. Geist sollte immer dabei sein. Totenstille. Gewarntheit. Habe ich genommen wegen den Rutschens und Klettern schneller. Sehr wichtig. Man kann sich hier streiten. Irgendwas raustun und da die Rüstung reintun, aber würde ich nicht. Ich würde das genau so spielen. Mit dem Ajax würde ich spielen, meine Freunde. Durch die Erschütterungsgranaten. Wenn einmal drei Gegner irgendwo stehen, zack rein. Alle schön. Schlachten. Mit dem Prophet habe ich auch lang gespielt, aber die Drohne, die fuckt einen so oft ab in Situationen, wo es um den vierten oder fünften Kill geht. Die fahrt einfach falsch und fahrt einfach neben einem Gegner vorbei und man stirbt, weil man der vertraut. Spielt lieber Ajax. Erschütterung schön immer reinschmeißen. Messern. Gut ist, Freunde. Was die ganzen... Achso, die Tarnung muss ich euch ja nicht zeigen. Ne? Ups. Mit der Waffe werde ich dann spielen, meine Freunde. Wie man sieht, so schaut die höchste Tarnung im Spiel aus. Dunkle Materie, Dark Matter. Richtig geil. Je nach 5 Kills. 5er Serie wechselt die Waffe Farbe, wird immer stärker und heller. Und zum Ende hin wird es richtig, richtig vulkanfarbige
vulkanfarbiges Licht, das ausstrahlt wie die Hölle. Und man ist auf der Map sichtbar für jeden fucking Typ mehr. Richtig geil finde ich die dunkle Materie, meine Freunde. Was die ganzen Waffen betrifft. Ich würde zum Beispiel, oder die Sturmgewehre habe ich alle auf normal gespielt. Die gehen alle ziemlich einfach zu erspielen, auf Gold hochzuspielen. Bei den MPs ist mir am meisten dies, ich weiß alle Waffen, die mir Sorgen bereitet haben oder schlechte Laune bereitet haben, auswendig. Die Spitfire war für mich bei den MPs die schwierigste, was die Headshots betrifft, da man ja die Headshots, 100 Headshots zuerst machen muss, wo man das andere weitermachen muss. Bei den Taktikgewehren war eigentlich keine schwer, die gingen alle X. Bei den MGs, die Hades, war ein bisschen schwieriger zu machen für die Headshots und das ganze Zeug, aber das geht auch eigentlich klar. Mich hat am meisten einfach, die Sniper haben mich am meisten abgefuckt. Und das, was mich am meisten abgefuckt hat, Freunde, war diese zwei Schrotflinten. Mit der SG-12 muss man 100, wie man sieht, hier für den Tigerstreifen 100 Headshots mit der Schrotflinte landen, damit man das restliche Zeug da freischaltet. Das war richtig hardcore, Freunde. Und das war auch die einzige Waffe, oder die einzigen zwei Waffen, also die Schrotflinten und die drei Pistolen habe ich auf Hardcore gespielt. Nur diese Sachen. Auf Hardcore, Freunde. Das ist ein Tipp von mir. Spielt die drei Pistolen und die zwei Schrotflinten. Alles auf Hardcore. Auf Normal könnt ihr die Schrotflinten probieren, aber ihr werdet euch schwer tun. Da sage ich euch, vor allem die 5 Kills zu machen, ohne zu sterben. 5-mal. Das wird vielleicht gehen, wenn man die, wenn man den Agenten-Mod reintut, aber ich habe es einfach auf Hardcore gefunden, fertig zu machen. Den Werfer solltet ihr sowieso gleich am Anfang hochleveln, weil es dauert ewig, 100 Punkte Serien zu machen mit dem Helion da. Das dauert wirklich ewig, um die restlichen Sachen freizuschalten. Messer war natürlich eigentlich das Allerschwierigste. Bei mir ging es aber ungefähr knapp 4, zwischen 4 und 5 Stunden oder so. 4 Stunden, 5 Stunden habe ich es geschafft, komplett. Heute angefangen, heute fertig gemacht. Einmal hatte ich Glück, dass ich zweimal die 5er Serie, wie gerade eben, auf einer Map gemacht habe. Fast ein drittes Mal auf einer einzigen Map. Ich war schon am Verzweifeln. Ich dachte mir schon, das Messer lasse ich mir zum Schluss, weil das Schwierigste war. Ein bisschen länger dauert halt die 200 normalen Kills machen, um Tigerstreifen freizuschalten, dann die 4 oberen Punkte, das ist eigentlich easy going, nur das Schwierigste ist, einfach die 5 Kills machen, ohne zu sterben. Wie gesagt, ich empfehle euch, das mit Ajax zu machen, habe ich ja gerade vorhin gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war kurz. Haut Like raus und Abo, würde mich freuen. Und jetzt nur noch KD wieder aufbauen, meine Freunde, denn die ist komplett versaut. Liebe Dark Mitter, schaut einfach geil aus. Jetzt habe ich das Höchste erledigt, was zum Erledigen gibt, was die Waffentarnung betrifft. Jetzt kann ich mich rein aufs Konzentrieren aufs Spiel, wieder meine KD verbessern, denn die ist richtig im Arsch. Bis nächstes Mal, meine Freunde.